A2.4. Berechnen Sie den Flächeninhalt A des Dreiecks ABS. Der Flächeninhalt dieses Dreiecks ist also gesucht. An dieser Stelle aufpassen, weil dieses Dreieck ABS nicht mehr in der Zeichenebene liegt, sind entsprechende Seitenlängen bzw. Winkelmaße durch den Streckfaktor Q bzw. Verzerrungswinkel Omega eben nicht mehr originalgetreu. So, es gilt hier, den Flächeninhalt des Dreiecks ABS zu berechnen. Wir kennen drei Flächeninhaltsformeln für Dreiecke. Einmal über die Determinante, die bringt aber nichts, weil wir keine Punktkoordinaten kennen oder Vektoren. Dann über den Sinus, da wir keinen Winkel kennen, lassen wir die auch mal außen vor. Also bleibt noch die letzte, aber bekannteste übrig. Die ist a, ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Jetzt müssen wir die Grundseite und die Höhe festlegen. Nehme ich mal als Grundseite die Seite AB und die Höhe wäre dann dementsprechend senkrecht zu AB durch die Spitze S hindurch. Also zum Beispiel so. Und hier ist ein rechter Winkel. So, außerdem kennen wir aus diesem Dreieck ABS die Seite AS. Die haben wir schon berechnet und die ist 11,66 cm lang. So, es gilt jetzt erstmal die Seite AB zu berechnen. Dafür gehen wir immer vor. Wir suchen ein Dreieck, in dem die Seite AB drin liegt und von dem wir möglichst viel kennen. Da bietet sich zum Beispiel das Dreieck ABM an. In diesem Dreieck haben wir hier einen rechten Winkel. Sieht jetzt zwar nicht so aus, aber durch den Verzerrungswinkel Omega ist jetzt der halt nur 45 Grad groß in der Zeichnung anstatt den üblichen 90 Grad, aber in Wirklichkeit hat er eben ein Maß von 90 Grad. Kann man auch dadurch erklären, wir haben hier ja ein Drachenviereck als Grundfläche und die Diagonalen des Drachenvierecks stehen immer senkrecht zueinander, aufeinander. So, wie kennst du denn die Strecke AM mit 6 cm? Und die Strecke BM kennen wir auch, da BD mit 12 cm gegeben war, AC die Symmetrieachse ist, ist also BM gleich lang wie MD und damit halb so groß wie BD, also ebenfalls 6 cm. Damit haben wir also das Dreieck ABM mit den Seiten AM 6 cm, BM 6 cm, hier ein rechter Winkel und im rechtwinkligen Dreieck wissen wir, wenn zwei Seiten bekannt ist, lässt sich die dritte Seite über den Satz des Pythagoras berechnen. Also längste Seite zum Quadrat ist gleich kurze Seite Quadrat plus kurze Seite Quadrat. Also AB Quadrat ist gleich AM Quadrat plus BM Quadrat. So, setzen wir ein. AB ist ja gesucht. Also AB Quadrat ist gleich AM 6 cm zum Quadrat plus BM ebenfalls 6 cm zum Quadrat. Das lässt sich jetzt zum Beispiel über den Solver lösen oder aber mit Hilfe der Wurzel. Dann folgt daraus, die Länge der Strecke AB ist gleich die Wurzel aus 6 cm zum Quadrat plus 6 cm zum Quadrat. Das gibt man in den Taschenrechner ein und erhält dann einen Wert von ungefähr 8,49 cm. So, als nächstes gilt es, die Höhe zu berechnen. Dafür benenne ich jetzt einfach mal diesen Punkt hier, meinetwegen F wie Fußpunkt. Und diese Höhe lässt sich jetzt ebenfalls über ein Dreieck berechnen, zum Beispiel AFS. Das ist ebenfalls ein rechtwinkliges Dreieck. Nehme ich zum Beispiel einfach den rechten Winkel auf die andere Seite rüber mal. Da haben wir die Strecke AF, die Strecke AS und die Strecke FS. Wir suchen FS, das ist unsere Höhe, die wir brauchen. Wir kennen AF, ist nämlich genau die Hälfte von AB. Und wir kennen AS, das haben wir in der Aufgabe vorher schon berechnet. Ja, da dieses Dreieck ebenfalls wieder rechtwinklig ist, können wir wieder den Satz des Pythagoras ansetzen, da wieder zwei Seiten bekannt sind
und die dritte gesucht wird. Wir müssen nur wieder aufpassen, die längste Seite hier liegt gegenüber des rechten Winkels, also müssen wir mit AS beginnen. Schreiben noch schnell diesen Zwischenschritt auf mit AF. AF ist nämlich ein halbmal die Strecke AB. Und das sind ungefähr 4,25 cm gerundet. Und dann folgt jetzt für die Strecke FS die lange Seite zum Quadrat, also AS Quadrat ist gleich AF Quadrat plus FS Quadrat. FS soll ja unsere Höhe sein. So, setzen wir ein. AS, das waren die 11,66 cm. Zum Quadrat ist gleich. AF haben wir hier mit 4,25 cm plus die Strecke FS Quadrat. So, das lässt sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers berechnen. Oder aber über Umformung und dann die Wurzel ziehen. Dann ergibt sich FS Quadrat ist gleich 11,66 cm zum Quadrat minus die 4,25 cm zum Quadrat. Hier jetzt eben die Wurzel gezogen. Also die Wurzel aus dem Ganzen. Und das tippt man in den Taschenrechner ein. Drückt auf Ist gleich und dann erhält man einen Wert von ungefähr 10,86 cm. So, jetzt bleibt noch ein Schritt zu tun, nämlich die Flächenformel für das Dreieck aufzustellen. Also der Flächeninhalt des Dreiecks ABC ist gleich 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Für die Grundseite haben wir jetzt die Strecke AB genommen. Und für die Höhe die Strecke FS setzen wir noch einmal ein. 0,5 mal AB, das waren die 8,49 cm. Und mal FS, also 10,86 cm. Taschenrechner eingeben, auf Ist gleich drücken und dann erhalten einen Wert von 46,10 Quadratzentimetern. Und damit haben wir den Flächeninhalt berechnet.